Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich glaube, wir haben hier den Dungeon abgeschlossen, oder? Das kann sein, weil jetzt ist da so ein rotes Symbol. Über Livia heißt die, glaube ich. Und ich habe eben noch mal ganz kurz offscreen in meinem Inventar geschielt und wir haben wirklich, wieso haben wir so viel Stuff da drin? Habe ich noch nicht alles weggebracht? Das kann sein, ne? Ich glaube, wir sollten uns erstmal wegsortieren. Ich hätte es auch offscreen machen können, ne? Das ist mein Kühlschrank, ja, das ist mir wohl bekannt. Packen wir erstmal ein paar Sachen weg hier. Zum Beispiel Tintenfisch. Kann man eigentlich damit auch was Gutes draus zaubern, oder? So, und das kommt dann mal da rein. Rübe. Rübe hier. Das da. Auch erstmal die Aufbewahrungskiste. Stierhorn. Was ist das? Ein dunkler Kristall. Okay. Das wird wahrscheinlich alles später wichtig, ne? So. Bin ich zufrieden? Küffelkiller. Stimmt, wir haben ja jetzt zweimal, ne? Ah, na gut. Na gut. Dann werden wir nochmal kurz kochen, oder? War das mit der Bratpfanne? Ich glaube, wir haben mit Tintenfisch, ne? Eigentlich können wir da was machen. Gegrillter Tintenfisch, was fehlt uns denn da? Saurer Tropfen. Konnten wir jetzt bei beim Medizinschrank herstellen? Sauren Tropfen? Ich muss das immer kurz überprüfen. Ja, tatsächlich. Was war aus was denn? Achso, Orangen. Achso, ja gut. Das ist Zufall, dass ich keine habe, ne? Ja. Dazu äußere ich mich mal nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal zu Livia und gucken mal, was sie will. Wieso habe ich 0 Gold? Bin ich gestorben? Egal. Hallo, liebe hallo Feldhauptmann. Hast du eine Entscheidung getroffen? Habe ich eine Entscheidung getroffen? Ich habe schon Bock wieder zu arbeiten, du. Ich werde mir Direktor Gideon vorknüpfen. Genau. Direkt den Obersten. Bist du sicher? Vor uns liegt ein gefährlicher Weg. Ja. Ganz sicher. Ich kann mich vielleicht nicht erinnern, wer ich war. Aber ich weiß, wer ich jetzt bin. Und ich bin niemand, der dich oder Scarlett den Stich lassen kann. Und nicht einmal Radea. Und vor allem anderen bin ich ein Hüter von Seed. Ich habe geschworen, andere zu beschützen und ich stehe zu meinem Wort. Ist das deine Antwort? Ja. Ja. Thank you. Dann möchte ich dir meinen Dank ausdrücken. Huh? Tatsächlich Dankbarkeit vom Feldhauptmann? Da kriege ich glatt feuchte Augen. Quiet. Hoffen wir mal, dass das Einzige, was feucht bleibt, du. Ach, sei still, geht Terry zwar schnell. Du hast dich für meine Menge zu verdanken. Wieso sie gerade rot geworden? Hat sie mich gehört? Ich hoffe dich. Yes. Verstanden, bin schon unterwegs. Ach, die Haarklammer. Die sieht ja nice aus. Wann habe ich mir die denn ausgerüstet? Gut, wir sollen zu Terry gehen. Allerdings... Ich bin gerade überlegen. Wir haben noch was an der Farm zu tun, oder? Habe ich im letzten Part gegossen? Bin ich da lang gegangen nochmal? Habe ich alles geguckt, was da Sache ist? Wir müssen immer noch die Schwert- und Schildsaat ernten. Und heute ist ein Fest. Wie ich höre. Das ist mir... Kommt mir eigentlich gelegen, weil ich hätte schon Lust auf ein Fest. Um ehrlich zu sein. Wie soll ich noch die Kasten herbekommen? Habe ich den weggepackt, den Rubin? Bin ich doof? Naja, gut. Dann gießen wir mal. Erstmal. Ist ja so geil, wenn das erst zu spät angezeigt wird, ne? Stimmt, Frühlingserntefest. Gott. Haben wir denn was Gutes gepflanzt, was wir im Kühlschrank haben? Ich meine, ich könnte es ja denn geben, ne? Also denn da abgeben als... Ist irgendwas sonst noch fertig? Nö. Nee. Okay, dann gießen wir mal erstmal. Zack. Und ich muss mich auch darum kümmern, dass wir auch bald mal eine Pflanze auf Stufe 10 machen. Damit wir einfach mal... damit wir einfach diese Aufgabe für später schon hinter uns haben. Ich weiß aber nur nicht, welche Pflanze. Am besten ist es eine Pflanze, die wirklich, die man schnell anpflanzen kann und die in jeder Jahreszeit wächst. Damit man sich nicht darum kümmern muss, dass man es ein Jahr später weiter züchten kann.
Und vor allem, da sollte die schnell anbaubar sein, denke ich mal. Also schnell wachsen, oder sonst dauert das halt wirklich ewig, ne? Aber halt mal. Gut, wo wir gerade hier sind, bürsten wir auch mal. Ja. Bleib stehen. Und keine Sorge, bald fangen wir auch wieder Monster, wenn wir dann wieder für Seed arbeiten. So. Jetzt habe ich auch so X gedrückt. Ich wollte eigentlich ins Menü mit Y. Ja. Gehen wir erstmal, dann gehen wir einfach nach Hause. Ist auch nicht schlimm, ne? Ich meine, hey, da waren wir noch nie. Überhaupt nicht. Es ist wirklich das Einzige. Ich lese das halt auch. Ich habe mich ja informiert auch über Rune Factory, ne? Und auf Social Media und so, da kriege ich halt ja alles mit, was über das Spiel so gelabert wird und so geredet wird und so weiter. Und auch vom Marvelous, den Publisher von diesem Spiel und X-Seed und so weiter, die posten ja auch ab und zu mal hier, ey, Rune Factory ist ja jetzt schon einen Monat raus. Ihr seid die Besten. Wir sind die Besten und ihr seid die Tollsten, weil ihr alles kauft und so. Und ja, ist ja an sich richtig cool. Allerdings... Kommentare, ne? Kommentare sind fürchterlich. Kommentare sind einfach so richtig... Ich weiß auch nicht, ob ihr... habt ihr Twitter? Fürchterlich. Terry. Reden wir gleich drüber. Terry, ich muss mit dir reden. Aha, also darum ging es in dieser anonymen Anfrage. Tut mir leid, dass ich dir es jetzt erzähle. Ach, nicht so schlimm. Ich könnte mir vorstellen, dass du eine Menge nicht erzählen kannst. Danke für dein Verständnis. Ich schätze es sehr. Das ist doch mein Spruch. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wenn du mal einen zweiklassigen Privatschnüffler brauchst, weißt du ja, wo du ihn findest. Ich gebe dir auch gerne Rabatt auf meine üblichen Preise. Klingt gut, falls ich irgendwann mal wieder einen Detektiv brauche. Sehr gut. Das bedeutet, wir arbeiten wieder für Seed. Dann gehen wir also nach Hause. Ziehen uns um in unsere schöne Uniform. Ja, wir wollen ja auch adrett aussehen und so weiter. Wird mal Zeit, dass wir wieder arbeiten. Und suchen uns dann ein schönes Gemüschen aus unserem Kühlschrank. Für das Erntefest. Umziehen bitte. Wer soll sich umziehen? Ja, du. Steht da noch jemand neben dir? Normales Outfit? Ja, gut. Irgendwie fehlt der rote Hut, ne? Ist man gar nicht mehr ohne gewohnt, das will ich nicht. Gut, dann suchen wir uns mal ein Gemüse aus. Hineinsehen, bitte. Gut, du kannst weg. Du, dich eigentlich nicht, aber... Na gut, ist doch nicht schlimm. So, was haben wir denn da? Wir haben... Jetzt ist halt Level... Ja. Eins... Wir haben nichts Geleveltes behalten, ne? Ja doch, wir haben hier einmal Spielkraut, Stufe 3. So. Das zählt doch als Ernte, oder? Ich hoffe mal, dass es als Ernte zählt. Sonst haben wir noch eine Rübe. Haben die selber geerntet? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich die aus Versehen sortiert. Ich wollte eigentlich nur Rübe haben. Das ist mir. Ja, ansonsten lassen wir es mal so. Ich habe sonst keine Ahnung. Wenn sie die Blumen nicht annehmen, dann muss ich die rosa Rübe abgeben. Stufe 1. Das ist natürlich nicht so super, aber was soll man machen? Genau, Twitter. Also, als Social Media Betreiber eines Publishers, weiß man ja, wenn man halt so Sachen postet, ey, vielen Dank, das Spiel ist jetzt einen Monat raus. Vielen Dank an eure Community, ihr seid die Besten. Und die Kommentare dann so lauten wie: Boah, Alter, macht was gegen dies und jenes, das ist ja nicht normal. Ey, Glückwunsch, Publisher, habt ihr super gemacht. Ich weiß auch nicht, ich bin halt immer überlegen, wenn ich mir selber so denke, ist das nicht ein bisschen irgendwie frech, weißt du, mir wird sowas nie einfallen. Wenn zum Beispiel der Besitzer von diesem Spiel hier, Marvelous, postet, ey, vielen Dank auch, das ist ein Monat jetzt hier überall raus. Vielen Dank an die Leute, die das Spiel gekauft haben und wie findet ihr das Spiel? Ich weiß, solche Fragen sollte man auf Twitter nicht stellen, aber weil sowieso die Antworten kommen. Aber ich weiß nicht, mir würde im Leben nie einfallen, darunter zu posten, Alter, macht dieses Spiel mal endlich bugfrei, ihr Idioten. Weißt ihr, das würde mir im Leben nicht einfallen, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da viel zu viel Respekt gegenüber anderen Leuten. Aber
Jetzt machen wir hier weiter mit dem Teamspiel. Hallo, schöner Tag heute, nicht? Das perfekte für Hausbesuche. Naja, das markiert das Ende eines verlängerten Urlaubs, hm? Auch als du kein Hüter warst, hast du alles getan, um die Sicherheit im Rickbars zu sorgen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich hoffe, wir können uns irgendwann für alle deine Mühen erkenntlich zeigen. Ja, das kannst du bestimmt. Also darf ich jetzt bitte schon mitmachen? Momentan aktivieren wir Pflanzen für das Frühlingserntefest. Sollen wir die Regeln zum Frühlingserntefest durchgehen? Ja, na gut, bitte erklär mir die Regeln. Folgende Regeln gelten für das Frühlingserntefest. Alle Teilnehmer präsentieren eine selbst aufgezogene Pflanze und die beste gewinnt. Dabei werden die Stufe der Pflanze, die Anbaudauer und die saisonale Relevanz bewertet. Wenn du am Fest teilnehmen möchtest, bring mir eine Pflanze, die du selbst aufgezogen hast. Und das war's schon alles. Okay, wir haben ganz zufällig Spielkraut. Ich hoffe mal, ich habe selbst aufgezogen. Bitteschön. Ja. Oh, die sind alle hingeportet. Dann beginnt jetzt ohne weitere Umschweife das Frühlingserntefest. Wie seht ihr das, Leute? Ich glaube, ich würde euch auch so einschätzen, dass ihr da nicht runterschreibt oder so. Ah, oh, macht dann endlich bugfrei. Das kann aber nicht sein. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt der letzte Beitrag vor. Ich meine, die Publisher wissen das. Es kommt an. Diese schöne Feldfrucht von Miko XC. Auszählen, diese Feldfrucht hat zum Frühlingserntefest Saison. Jetzt wollen wir einmal genauer hinsehen. Jetzt zeig mal her. Was ist das, Platz 1? Ja, das ist ein schönes Exemplar. Nun wollen wir die Qualität begutachten. Wunderschön. Bin beeindruckt, Miko. Vielen Dank auch. Jetzt ist das Vorspiel erledigt. Und wir können dazu übergehen, den Publikumsliebling zu finden. Miko, bist du bereit? Ich bin Stadler. Ja. Das wollte ich hören. Zunächst darf Miko kurz etwas sagen. Nur zu. Ich will nicht unsicher sein, aber ich sage, ich habe vor zu gewinnen. Weil das, wenn ich so unsicher bin, das ist verunsichert. Die Leute denken sich so, warum sollte der gewinnen, ne? Ich kann natürlich auch schüchtern, wenn die Leute vielleicht mögen, wenn da jemand schüchtern auf der Bühne ist. Mögen die eventuell. Aber wir machen mal heute souverän, stehen wir da, ohne Lampenfieber. Ich habe vor zu gewinnen. Viel Glück allerseits. Ohohoho. Achso, die ist geredet. Ugh, alle Phasen sind unterbrochen von Gemüse und Blumen. Dieses Fest ist stinkt langweilig ich will damit nichts am Hut haben. Dann lass uns zusammen was essen. Zusammen? Ja, du kannst bestimmt eher damit etwas anfangen, wenn du das siehst, wie lecker Gemüse sein kann. Ach, also wenn du das sagst, mal probieren, kann ja nichts schaden. Gemüseschälen ist so nervig. Das kann man direkt so essen. Ich helfe dir bei der Zubereitung. Das machst du? Ich verspreche mir mal lieber nicht zu viel, aber ich hoffe, du stehst zu deinem Wort. Naja, das habe ich ja so gesagt. Ach, dieses Gemüse ist wunderbar. Wunderbärlich fantastiös. Findest du nicht, Miku? Nein, es ist exquisitastisch. Du schenkst deinem Meisterwerk das höchste Lob. Dieses Gemüse hat so unvergleichliches Potenzial. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Du sollst die Blume nicht essen. Damit ist die Bewertung abgeschlossen, aber gut, bei so ihm sollte man sich nicht, ne? Bitte warte, während wir die Ergebnisse berechnen. Ja, bitte. Ich werde nicht gewinnen. Ich bin nur in Stufe 3. Die Ergebnisse stehen fest. Verkünden wir die Gewinner. Oh-oh. Auf dem dritten Platz befindet sich Lukas mit 146 Stimmen. So viele Dorfwohner haben wir, ja? Krass. Da ich alles gegeben habe, freue ich mich wirklich über das Ergebnis. Ein schönes Gefühl, sich so gut geschlagen zu haben. Du bist ja optimistisch. Wenn ich da stehen würde und denken würde, ich habe alles gegeben. Ich habe mein Leben für dieses Gemüse gegeben. Und dann bin ich nur Dritter. Ja. Aber immerhin stehen wir auf dem Podest, ne? Auf dem zweiten Platz. Miko mit 177 Stimmen. Ey, wir sind Zweiter geworden. Vielen Dank. Und jetzt, worauf ihr alle gewartet habt. Der Sieg geht an. Als ob du Zeit hattest, da noch was anzupflanzen. Ja, es waren 113 Stimmen. Ich habe den Sieg an mich gerissen. Wer hätte das gedacht? Ich habe es anscheinend immer noch drauf. Glückwunsch, da solltest du feiern. Mann, ich hatte keine Chance. Ich dachte, dich interessiert das nicht. Glückwunsch, als Belohnung kannst du mein Restaurant für mich leiten. Nein? Oh, schade. Oh, Schreck und Wunder. Bravo, bravo. Alle haben ihr Bestes gegeben. Mehr kann ich nicht mehr verlangen. Vergesst nicht, eure Preise abzuholen, bevor ihr wieder nach Hause geht. Damit sind die Festlichkeiten für heute beendet. Gute Arbeit, Leute. Hey. Oh, was kriegen wir denn? Gegrillte Garnele, das hört sich lecker an. Oh, jetzt kriege ich Hunger drauf. Nice. Eine Schleife. Spielkraut lasse ich hier stehen. Mir egal. Was ist das für Brot? Ich weiß nicht. Essen wir einfach mal. Gegrillte Makrele. Oh, nice. Oh, das schmeckt auch. Makrele, ne? Geräuchert. Oh, das ist wirklich lecker. Gesalzener Lachs. Butter. Und Lachs Onigiri. Gut, dann haben wir noch viel vor. Wir reden mit den Leuten hier, ne? Guten Tag, wieder her. Wir haben schon Nachmittag und trotzdem ist das Einzige, was ich von meinem To-Do-Liste schreiben konnte, Punkt To-Do-Liste schreiben.
Gratulation! Ich habe gehört, dass du der neue Feldhauptmann des Silos wirst. Wo hast du das denn her? Komm schon, Heinz, du weißt, dass das nicht stimmt und trotzdem willst du mich veralbern. Ah, das ist doch das Schönste daran. Trotzdem freut es mich, dass du wie ein Hüter bist. Richtig. Hallo, du Trunkenbold. Ja, Wetter. Wie ich sehe, hast du uns endlich eine Entscheidung in der Frage gefällt, die dir so schwer auf dem Herzen gelegen hat. Wenn du jetzt meine Hilfe brauchst, zögere dich, danach zu fragen. Es ist keine Schande, auf andere angewiesen zu sein. Gut. Hallo, Obi. Du wirst Harry also nicht mehr bei seiner Arbeit unterstützen, hm? Dame Cecile wird deine Anwesenheit bestimmt sehr vermissen. Ich sollte versuchen, ein paar schöne Rätsel zu finden, um ihn aufzuheitern. Genau. Hi. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde immer die Sonne scheinen. Ja, Wetter. Du gehst wieder zu Cecile zurück, stimmt's? Hast du etwa eine große Aufgabe vor dir, die du als Detektiv nicht ausführen kannst? Also, ach, schon okay, vergiss, was ich gefragt habe. Ich muss es nicht bis ins letzte Detail wissen. Ich werde dich und deine Entscheidung so oder so unterstützen. Lass mich wissen, falls ich etwas für dich schmieden soll. Yes. Das werde ich, danke. Hallöchen, man muss sein Gehirn auf Trab halten. Wenn man aufhört nachzudenken, ja, landet man auf Twitter. Gut, also ich sollte darüber nicht mehr reden. Jetzt sind Cecile und ich wohl wieder zu zweit. Tja, ich schätze, das ist schon in Ordnung. Am besten denke ich mir heute ein neues Rätsel für Cecile aus, eines der schweren Sorte. Mach das. Und so nimmt der Held wagemutig seinen alten Posten wieder ein. Ein neues Herzlein flammt in seinen Wunsch. Vielleicht meint er, dass ein neuer Wunsch in meinem Herzlein flammt ist. Naja, Hauptsache er ist glücklich. Genau, Hauptsache er ist glücklich. Hallo. Heute werde ich mich draußen total gut amüsieren. Miko, schließt du dich wieder Seed an? Das ist eine feine Sache, denn aber das Hüter fühlt sich einfach richtig an. Korrekt. Außerdem will ich wieder Monster fangen können. Nach all dem Spaß beim Frühlingsentfest bin ich jetzt müde. Vielleicht sollte ich es wie Elsie machen und ein Schläfchen abhalten. Nach all dem Spaß beim Frühlingsentfest. Ja, hast du ja, wie gesagt, hä? Gut, reden wir erstmal mit dem Mädchen hier. Hallo. Was für ein schönes Wetter, fühlt sich toll an. Miko, kommst du so gerne ins Musik zurück? Ja, ich denke schon, es war meine eigene Entscheidung. Okay, das höre ich gern. Ah, so lange her, Miko, ich bin es, deine Freundin Beatrice. Achso, erinnerst du dich noch an mich? Die warme Sonne lacht auf uns herab wie eine Stolzmutter für ihre Kinder. Ihre Wärme liegt sich um unsere Körper und Seelen, das wird äußerst belebend. Ja, und du erzählst Schwachsinn. Hast du die Antwort gefunden, nach der du gesucht hast? Ja, ich werde mich Seed wieder anschließen und mein Bestes geben. Ah, ich hoffe, dass dich deine Entscheidung auf einem Pfad in eine bessere Zukunft führt. Boah, wer so redet, ne? Ja, Wäsche. Du arbeitest wohl bald wieder für Seed, oder? Man sieht dir das an, dass du deine Sorgen überwunden hast. Deine Augen strahlen jetzt förmlich vor Entschlossenheit. Das freut mich wirklich für dich. Hi. Mensch, so ein schöner Tag, ja. Glückwunsch, dass du dich wieder Seed angeschlossen hast. Das macht dich schon glücklich, oder? Oder wolltest du lieber noch etwas länger Pause machen? Es macht mich auf jeden Fall glücklich, Lucy, und diesmal will ich die Erwartung aller positiv übertreffen. Wow. Wow. Ja, das merke ich. Jeden Tag so. Also nichts anderes über das Wetter springen kann hier. Es freut mich so, dass du Seed zurückkommst. Immer wie dich an meiner Seite zu haben, ist beruhigend. Ich freue mich schon darauf, Bila mit dir zusammenzuarbeiten. Yes. Ich freue mich auch, Scarlett. Ich freue mich sehr, ja. Gut, dann reden wir mit den Dudes. Warum teilen die sich hier so krass auf? Egal. Alle, was du heute auch immer vorhast, mit diesem Wetter wird der Tag schon... Ja. So, da. Zeit, noch mehr Rätsel zu finden. Ist es wirklich wahr, dass du die Seed wieder anschließt? Ja, ich habe eine Entscheidung über meine Zukunft gefällt. Oh, ich werde dich als Kollegen vermissen. Aber es ist das, was du willst. Also unterstütze dich an deiner Entscheidung. Korrekt. Das müsst ihr mir nicht immer wieder sagen. Das ist eigentlich selbstverständlich. Tage wie diesen macht es hart, in der Schmiede trocken zu bleiben. Du kommst also wieder zur Seed zurück, hm? Das bedeutet wohl, dass deine kurze Pause vorbei ist. Was du da gemacht hast, kann man wohl kaum als Pause bezeichnen, stimmt's? Ich weiß nicht. Aber ich weiß jetzt, was ich machen will. Also bin ich zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickelt haben. Freut mich, das zu hören. Viel Glück. Hallo. Der Himmel ist uns heute freundlich gesinnt. Ja. Lukas, ich habe meine Antwort gefunden. Ach ja, wofür hast du dich denn entschieden? Wenn ich es mir zur Aufgabe mache, alle hier zu beschützen, dann kann ich das am besten als Hüter. Verstehe. Du hast einen ruhigen, klaren Blick. Sehr gut, dann habe ich keinen Grund, mir Sorgen um dich zu machen. Hallo, Reinhard. Das Wetter ist wunderbar, ja. Korrekt. Wie ich höre, hast du vor, dich Seed wieder anzuschließen. Ich bin mit dir auf einer Wellenlänge. Wenn ich dir sagen darf, ich finde, die Rolle als Hüter passt viel besser zu dir. Okay. Erst warst du ein Hüter, dann ein Detektiv. Jetzt wirst du wieder ein Hüter. Mann, entscheid dich mal. Oder lass es bleiben. Für mich spielt das keine Rolle. Hauptsache, du bleibst, wie du bist. Trotzdem kann ich dir ansehen, dass du jetzt selbstbewusster bist. Schätze, das Ganze hin und her hat sich für dich ausgezahlt. Yo. Hi. Grüß dich, schöner Tag, oder nicht? Naja, auf eine lange Sicht gesehen ist mir egal, ob du ein Detektiv oder ein Hüter bist. Die Türen zum blauen Mond stehen immer offen. Das freut mich sehr. Gut, jetzt lass uns sie abhauen. Die reden mir zu viel. Bin ich jetzt wieder ein Hüter oder muss ich erst noch sagen, ey,
Frau Vorsitzende, ich würde gern wieder arbeiten. Ich meine, ich habe mich schon umgezogen. Bereit als jetzt kann ich nicht sein. Auftrag ausführen, bitte. Du arbeitest sogar einen Tag wie diesen, warum bist du nicht mal frei? Ich wollte nur gucken, was ich habe. 563 Punkte. Verbesserung. Zeig mal her. Kühlschrankerweiterung ist nicht toll viel, ne? Aufwärmungskiste. Das kostet also nicht so krass viel, eigentlich. Also kann man immer noch später machen. Ist alles easy machbar. Ach ja. Ja, Wetter. Ich habe Thierry alles erzählt, was er wissen muss. Als nächstes sollten wir unsere Strategie besprechen. Gut, aber wahrscheinlich morgen, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Gut, was machen wir jetzt noch? Ich kann aktuell immer noch keine Monster fangen. Ich gehöre nicht zu Sheet. Noch nicht. Wahrscheinlich erst im nächsten Tag oder so. Dementsprechend. Ja. Werden wir kurz mal zur Orangenbaumsaat hingehen. Oder wir besuchen hier vor die Arztpraxis. Ich denke mal, das macht mehr Sinn, weil Story, ne? Ich will wieder zu Seed gehören. Ich will Monster fangen. Ich will wieder arbeiten. Aufträge ausführen. Habe ich Lust drauf. Oh meine Güte, hallo Miku. Ludmilla. Hallo Ludmilla, hast du eine neue Bleibe gefunden? Mhm. Also mit dem Namen, ne? Da macht man sich keine Freunde, das sage ich dir. Simone hat sich um mich gekümmert, das ist ja wie die böseste Hexe überhaupt, Ludmilla. Und mir sogar eine Arbeit gefunden. Wo denn? Yes. Ludmilla wird in meinem Laden Blumen verkaufen. Ganz genau, ich werde Floristin, ein Traum wird wahr. Dann gehen wir mal an die Arbeit. Yes. Alles klar. Danke, dass du ihr geholfen hast, Simone. Mhm. Das gleiche kann ich auch zu dir sagen. Seit du aufgetaucht bist, ist unsere Stiege immer weiter gewachsen. Als Bürgermeisterin könnte ich nicht glücklicher sein. Also such ruhig noch mehr freundliche Gesichter. Wir heißen auch noch tausende neue Nachbarn willkommen. Ich werde mir Mühe geben. So groß ist das Dorf gar nicht. Wieso, wo sollen wir Platz finden? Kann aber nicht sein. Das ist viel zu groß. Ach, okay. Dann... Die wollten wir nur mal überprüfen, ne? Wollten wir mal gucken. Ich möchte gerne hier arbeiten. Ich dachte, es ist erst am nächsten Tag, aber nein. Das zählt jetzt schon. Also mussten wir kurz mal hin, um zu sagen, damit die Ludmilla da arbeitet. Also, ja, mal gucken. So, ich bin bereit. Du scheinst mit Terry gesprochen zu haben, richtig? Ja, Hauptmann, seit heute bin ich wieder ein Hüter. Danke, Miku. Allein zu wissen, dass du an unserer Seite kämpfst, gibt mir mehr Selbstbewusstsein. Mir auch, also... Was zur... Ein Erdbeben! Oh, oh, pass auf. Ey, das ist doch... Wir sind doch gerade erst wieder Hüter geworden. Hätte ich das gewusst? Also ich glaube, es ist endlich vorbei. Das war ein heftiges Beben. Zum Glück ist das Silo nicht eingestürzt. Der Auspass von Rickbass ist alt, aber hart im Nehmen. Hoffentlich geht es allen in der Stadt gut. Ja, aber komplett außerhalb, innerhalb der Mauer und ist Obsidian einfach komplett, ne? Besteht das ganze Gebäude aus Obsidian. Teilen wir uns auf und gehen nachsehen. Yeah. Alles klar. Teilen wir uns auf und gehen nachsehen. Ja, wir haben noch Zeit im Part. Ja, wir haben noch Zeit. Locker. Und draußen hat keiner was mitgekriegt. Ich schwöre, es hat keiner mitgekriegt. Ich will die Karte öffnen. Wieso kann ich die Karte nicht öffnen? Ich kann die Karte nicht öffnen, hallo? Achso, ich kann auch das Kalender. Hä? Wieso kann ich die Karte nicht öffnen? Sobald wir den Schaden des Erdbebens bewertet haben, sollten wir uns beim Teich umsehen. Irgendwas sagt mir, dass etwas Furchtbares geschehen ist. Ja, jetzt glaube ich, alles heil. Alles ist immer noch so, wie es vorher war. Muss ich da rein? Wir haben ja mehrere Sachen hier. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr das Erdbeben mitgekriegt? Müssen wir ja fragen, ne? Geht's euch gut? Miku, ein Glück, alles in Ordnung? Ja.
Mir geht's gut, Priscilla, und hier scheint es auch allen gut zu gehen. Nicht allen. Wie? Oma Juckli ist hart auf den Rücken gestürzt. Simone behandelt sie gerade. Ist es schlimm? Sie kann gehen, also wohl nicht lebensbedrohlich oder so. Das ist ja immerhin etwas. Aber ganz ehrlich, hatte ich schrecklich Angst. Ich hatte noch nie so ein Entbehen gespürt. Wie? Ich schon vergesse? Da war denn doch einmal das. Ach, vergiss es. Du bist doch hier, um zu sehen, wie es allen geht, oder? Dann schau doch mal bei Oma Juppie vorbei. Ja. Mach ich. Ach, die Taten nehmen. Die kriegt das schon hin. Nur ein paar Prellungen, das wird ein paar Tage wehtun, aber sollte aber nicht schlimm sein. Danke, Simone. Sie ist ganz schön gestürzt. So hat sie mich schon lange nicht mehr erschreckt. Mein Hintern ist so gut gepolstert, als dass ein kleiner Sturz mich um die Ecke bringen würde. Du kannst auch etwas Polster gebrauchen, Simone. Du bist zu dünn. Ich mache mir Sorgen um dich. Stimmt schon, dass ich eine ausgewogene Ernährung benötige, um die neuesten Arzneien adäquat zu testen. So wie das nicht gemeint, und das weißt du auch. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Gut, dann lass uns abhauen. Ich war immer noch nicht überall. Ich war auch nicht überall. Oh Gott, deswegen kann ich die Karte nicht öffnen, weil hier überall Symbole sind, oder was? Okay, bei euch alles gut? Wieso ist der See zugefroren? Was in aller Welt ist denn hier passiert? Der Teich ist zugefroren. Das ist nicht nur zugefroren. Wie kann, wenn man es zufriert, so eine Eiszapfen plötzlich entstehen? Kann man das mir ein wenig kühl, dass es mir ein wenig kühl vorkam? Da mache ich für heute lieber zu. Sieht zufrieden aus. Ach ja, gab es denn Schäden am Gebäude? Die Teller sind aus dem Regal gefallen. Aber ich habe sie alle aufgefangen. Wow, du kannst ja was, Fuka. Hätte sie runterfallen lassen, könnten wir länger zumachen. Wie traurig. Ich war immer noch nicht überall. Ja. Da brauchst du mir eigentlich nicht sagen, ja. Was zur Hölle? Teich der Hoffnung, ja. Ich weiß nicht, was hier gehofft wurde, aber das ist echt ein Naturphänomen. Ein Weltwunder eigentlich. Ein neues. Wieso ist da auch da oben? Na gut, immerhin sind die alle relativ zentriert, ne? So, was ist hier los? Geht's allen gut? Alles in Ordnung, wir haben keine Verletzung. Du vielleicht nicht. Siehst du die Beule da an meinem Kopf? Du hast bestimmt verschlafen, wurdest aus dem Bett befördert. Gut geraten, der junge Reika ist blitzschnell aus dem Bett gesprungen und direkt die Treppe runtergefallen. Ach, Palme, lass mich doch ein bisschen Würde. Ja, ich freue mich, dass niemand etwas passiert ist. Gut, hier ist nichts passiert. Außer Reika, der hat sich den Kopf gestoßen, Treppe runtergefallen. Soweit ich das sehe, ist das Gebäude auch in Ordnung. Natürlich, ein bisschen gewackelt kann ja meine hervorragende Konstruktion nichts anhaben. Und selbst wenn mein Heim dem Bebenopfer gefallen wäre, hätte ich es eben noch schöner gebaut. Nur her mit den Erschütterungen. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen, ja. Dennoch hatten nicht alle Gebäude so viel Glück. Wir ziehen los, schauen uns den Schaden im Ort an und reparieren ihn gegebenenfalls. Danke euch. Na, warst du jetzt überall? Ich weiß nicht, jetzt stellt das Spiel ab. Nee, doch nicht? Schade. Wie sieht's aus, Miku? Oma Yuki hat eine kleine Verletzung davon getragen, aber allen anderen geht es gut. Auch die Gebäudeschäden halten sich in Grenzen, kann jedenfalls alles repariert werden. Zu demselben Schluss bin ich auch gekommen. Allerdings, der gefrorene Teich, stimmt's? Ja, wir müssen dem Feldhauptmann sofort Bericht erstatten. Das ist ein bisschen sehr komisch, dass der Teich eingefroren ist. Ich meine, es war nur ein Erdbeben. Das Wort passiert nicht einfach so, ne? Ein historisches Erdbeben und der Teich ist zugefroren. Viel, viel Neues an einem Tag und nichts davon ist gut. Das ist nicht, der Teich ist nicht einfach zugefroren. Das kannst du nicht zugefroren nennen. Wenn man Teich da hier um die Ecke, der See da, der kleine da, den ich ja habe hier in der Nähe, wenn der zufriert, dann sieht das nicht so aus. Excuse me. Meinst du, das hat mit dem Direktor und Radier zu tun? Davon kann man wohl ausgehen. Ich glaube, die Ursache liegt in einem plötzlichen enormen Energieverlust eines Runenquells. Heißt das, die Nachwirkung der Runenerschöpfung zeigen sie erst jetzt? Leider ja. Prima bedeutet das, dass wir uns erst um Dringenderes kümmern müssen als Gideon. Scarlet, geh Informationen zu den Runenquellen der Region sammeln. Konzentriere dich auf die Anzeichen starker Störungen aufweisen. Yes. Ja, Hauptmann. Miko, ich schicke dich zu den Ruinen von Rikbas. Huh? Die Ruinen? Soll ich im Inneren nach Schäden suchen? Nein, du müsstest mir etwas besorgen. What is it? Was denn? Einen meiner Knochen. Dein? Wozu brauchst du denn das?
Moment mal, vor dir liegen Knochen einfach so herum. Ich bin schließlich ein uralter Drache. Stimmt wohl auch wieder. Schon, nicht wahr? Aber Spaß beiseite. Ihr beide habt gesehen, wie Radeas Siegel zerbrach, oder? Denkt nach, welcher Gestalt nahm die Drachengöttin der Schatten unter dem Siegel an? Die eines Fossils? Genau. So war es auch bei mir. Ich lag sehr lange Zeit im Schlaf, solange das von meinem Körper nur noch Knochen übrig waren. Wie tief kann man schlafen? Ja. Im Gegensatz zu Radeas wurden meine Knochen brüchig. Als mein Siegel brach, zersprang einige davon. Doch es liegt immer noch Macht in meinen abgebrochenen Horn. Macht, mit der wir diese Störung bekämpfen können. Such es bitte für mich, Miku. Habe eine Tür geöffnet, die zu einem geheimen Tunnel führt. Folge ihm weiter ins Innere der Ruinen. Beeil dich und ich zähle auf dich. Ah, da sind Ruinen von Belfort Inneres jetzt verfügbar. Okay, dann machen wir uns auch wieder hin im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Und, ja. Bis dann. Ciao.